Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Stark Arsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Es musste so kommen. Ich hätte wachsamer sein müssen. Mach dir keine Vorwürfe, Dränger. Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und auch jetzt. Wenn es diese Raserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt. Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um unsere Familie, Sunifa. Ohne zu fragen. Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Rabenclan. Das wissen wir, Drenger. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Ja. Hier, Eivor. Hier hat Vili die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Hemtorp und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Dränger. Ja, alles klar. Ja, Freunde, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, checkt die Videobeschreibung ab. Ich muss mich erinnern. Checkt das Gewinnspiel ab bei meinem Partner Instant Gaming. Und checkt auch gerne meine Social Media Seiten ab, wenn ihr Bock habt. Versteckt. Was? Versteck in der Odin-Mine. Auch interessant, dass alle irgendwie Odin anbeten. Ja, ist ja auch klar. Er ist ja der Gott für die. Wir reden die ganze Zeit mit ihm. Und er flüstert uns die ganze Zeit eigentlich ziemlich scheiße ins Ohr, weißt du? Eigentlich flüstert er uns immer nur Kacke ins Ohr. Aber wie gesagt, es liegt da eigentlich auf der Hand, dass wir ein direkter Nachfahre sind von ihm. Eine neue Reinkarnation, sagt man das so? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ist ja von Anfang an klar. Allein der Synchronsprecher. Wenn ich jetzt nicht kompletten Schleim im Ohr habe, dann müsste das ja sogar, glaube ich, der gleiche Synchronsprecher sein, nur halt ein bisschen tiefer gesprochen. Mal davon abgesehen, dass die Gesichtszüge auch gleich sind. Aber? Perfekt! Du kommst wie gerufen. Es muss ja auch noch einen Gegenspieler geben. Und ich könnte mir echt so vorstellen, so vom Laberei der spitzen Zunge, wie so eine kleine Schlange. Oder wie so ein kleiner Lachs. Könnte ich mir auch ganz gut einen gewissen Assassin vorstellen. Aber mal gucken. Wäre auf jeden Fall keine Überraschung, finde ich. Sie sind fort. Mittlerweile. Ach, ich habe Hähne mit mehr Kampfgeist gesehen. Ich auch, seltsamerweise. Was höre ich? Ist es der Donner? Das sind Schritte. Wir müssen uns zurückziehen. Folge mir. Schnell! Also wie gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn Basim irgendwie so, ja, die, Alter, Mann, ey, Scheißdreck. Kletter hoch, Eivor, schnell! Lass dir das nicht bieten. Ich meine, wenn wir Nachfahre sind von Odin, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht einer von Loki ist oder sowas. Oder dass er auf jeden Fall irgendwie damit zusammenhängt, weil der ist ganz, ganz komisch, Alter. Geh nicht zu weit weg. Und spätestens am Anfang ist es schon sowieso komisch, ganz, ganz am Anfang des Spiels, wie Sigurd mit denen kommt und so, ja, das sind meine besten Freunde und so, ja, die haben mir voll viel erzählt. So direkt ins Ohr geflüstert. Jo. Warum sind eigentlich alle meine Begleiter so richtige Lappen? Aber spätestens seitdem er ihnen so ein Floh ins Ohr gesetzt hat, ja, du bist einer von den Auserwählten und so, wir müssen dem folgen, hör auf Fulke, was sie erzählt haben und so, seitdem ist es eigentlich schon. Was ist das denn hier? Alter, 8 Silber. Das hat sich gelohnt. Ich bin schneller als du. Aber nur im Rennen, nicht in, du weißt Bescheid. Im Essen. Tschüss.
Na los! Mal gucken, ob er es schafft. Jetzt beobachten wir mal eine KI aus dem Jahre 2020. Er schafft es. Er ist langsam, aber er schafft es. Guck mal. Dachte schon, er ist komplett verwirrt, weil er uns ja nicht mehr sieht, weißt du? Kann ja sein, dass er ein wenig Angst bekommt hier in der Höhle. Ist ja auch dunkel, weißt du? Man weiß es nicht. Oder, Willi? Komm mit! Aufregend, nicht wahr? Wie im Kindesgarten. Vollidiot, Loser. Komm schon, Willi, du schaffst es. Los! Alter, Willi. Der will's wissen. Aufregend, nicht wahr? Wie in Kindestagen, wenn wir in Schwierigkeiten gerieten und davonkamen. Spar dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier rausgekommen sind, Stockarsch. Stockarsch. Was sagt er eigentlich auf Englisch, Alter? Die sind nicht genießbar. So, wo willst du hin, Bruder? Odins Erdloch. Bei Thors Donnerhammer. Da rauscht das Blut gleich schneller. Wild und tollkühn, wie unsere ersten gemeinsamen Schlachten, weißt du noch? Die Insel nördlich von Stavanger? Ja, Kjötvi der Grausame bildete dort seine Berserker aus. Tölpelhafte Dummköpfe mit Schaum vor dem Mund. Wir verspotteten sie von den Baumwipfeln. Und der Betrunkene, weißt du noch? Suchte uns nackt wie der junge Morgen und fror sich dabei den Schwanz ab. Dann fing er an, eine Schneewehe zu besteigen. Warst du froh, von mir zu hören? Ich hatte mich schon gefragt, was du so treibst. Aber ich lächelte, als ich deinen Namen hörte. Und ich fragte mich, ob du wie dein Vater wärst und den Clan inzwischen anführtest. Nun hast du deine Antwort. Eher wäre ich wie ein Troll und überließe den Clan dir. So geht das aber nicht. Als mein Vater zum Jarl ernannt wurde, gab es niemanden, der ihm half. Und er hatte trotzdem Erfolg. Doch ich bin nicht mein Vater. Ich will nur umherstreifen. Glaubst du, Sleipnir wäre zufrieden, in einem Stall angebunden zu sein? Egal, wie prächtig dieser auch ist? Hey! Was soll das denn? Du hast Freunde, Willi. Und was ist mit Rückwi? Und mir? Und deinem Clan? Natürlich. Das weiß ich. Du kannst nicht ewig umherstreichen. Vergiss das nicht. Du bist von Menschen umgeben, die dich lieben. Und das wird sich nicht ändern, sofern du sie nicht alle wegdrängst. Ich verstehe die Wahrheit deiner Worte. Trollgesichtiger Stockarsch. Ein Hühnertrauger? Ist das denn möglich? Es scheint nämlich nicht möglich. Fusel auch. Mit Feuer getränktes Wasser. Ich lüge nicht. Abgesehen vom Tod deines Vaters, war es schön hier, Willi. Lustig sogar. Fragst du dich manchmal, was vielleicht passiert wäre, wenn uns das Meer nicht so früh in unserem Leben getrennt hätte? Welche Abenteuer wir gehabt hätten. Die Raubzüge, die Schlachten, der Ruhm. Ich denke sogar daran, was wir füreinander hätten sein können.
Daran dachte ich auch. Mit ganzem Herzen. So oft, dass es manchmal schien, als wärst du gar nicht fort. Vielleicht war es so. Ich will dich, Eivor. Deine Wärme. Deine Berührung. Meinst du so? Ich kann nicht sagen, wie ich das morgen sehe, Eivor. Sei still, Willi. Willi, du weißt, dass es nur ein Moment der Lust war. Ein flackerndes Feuer. Ja. Wir ließen unserer Leidenschaft freien Lauf. Dieses eine Mal. Ich sollte zurück. Ausruhen. Die Beerdigung wird noch im Gange sein, wenn du ausgeschlafen hast. Wie so ein kleines Mädchen, ey. Ist bereits weg. So süß. Vermutlich, um sich auf die Beerdigung vorzubereiten. Oh Mann, ey, wie er sich da hinlegt, ey. Ey, so süß zu mir. Ist er nicht so süß? Ja, ist so süß. Ich leg mich erstmal hin. Das war zu viel für mich. Ja, wir nehmen alles mit. Alles, was geht. Yeah. Und alles, was... wo wir nicht uns von der Rand wie trennen müssen. Ich meine, das Thema ist sowieso schon durch. Das Thema, so dass wir dann Stress Dämmen bekommen mit Sigurd, ist eh schon durch, aber... Das wird der Abschied sein, den Heming verdient. Die Bestattungsvorbereitungen verlaufen nach Plan. Übe dich in Geduld, Jarl Heming. Wir schicken dich bald auf deine letzte Reise. Brüder, Schwestern... Eivor, mein Vater macht sich zu seiner letzten Reise auf. Seien die Winde ihm gewogen. Die Edelinge haben ihre Totengaben abgelegt. Alle bis auf dich. Zeig, was du hast, und die Feier möge beginnen. Was haben wir denn? Hätten wir uns das angucken müssen? Nee, oder? Ich habe es hier. Was haben wir denn? Weil er hat gesagt, er will sich das... Ey, er hat doch gesagt, er will sich das erstmal angucken, ob es würdig genug ist. Mal gucken. Nicht, dass wir jetzt gar nichts haben, das wäre ja richtig peinlich. Ein Schild, ach ja, in dem stimmt. Das Schicksalsnetz gewoben ist, wie du deinen Huga in unser Leben geflochten hast. Mögen die Skalden von dir berichten, derweil die Götter dich umarmen. Feiere in den Hallen der Tapferen und Freien, mein Freund. Steh mir zur Seite. Sprich mit dem Herzen, Hemmingsson. Heute betrauern wir das Scheiden von Jarl Heming von Snotingahamshire, meinem Vater. Unserem Vater. Er war eine Naturgewalt. Eine Stärke, die man fürchten und bewundern konnte. Nun ist er tot. Zusammen sind wir ein Beispiel seiner Größe. Ich sehe ihn in euch allen. Seine Liebe für die Schlacht, aber auch für den Frieden. Für Weisheit, Trauer und Freude. Seine Großzügigkeit. Seinen Huga. In euch sehe ich sein Leben. Und seine Liebe zum Met. Götter, liebte er das Saufen. Wir sind all das, weil er all das war. Vater. Wir werden für unsere Kinder sein, was du für uns warst. Und wenn sie bereit sind, werden wir uns wiedersehen.
verabschiede dich von ihm. Sunifa, reite nach Hemtop und mach das Langhaus für das Ting bereit. Der nächste Jahre wird bald feststehen. Was ist denn jetzt los? Ach ja. Also diese Saga ist echt deutlich besser als die letzte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie krass ist, aber die ist echt deutlich besser als die letzte. Die war richtig langweilig. Aber hier haben sie echt gutes Feeling rübergebracht. Finde ich. So. Überall Alkoholleichen, ne? Schenkten Sie Ihrem Jarl einen schönen Abschied? Das taten Sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unsere Namen zu erinnern. Das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting wird bald beginnen. Eivor! Ist dir nicht wohl? Die Bürde der Trauer ertränkt im Met. Und von einem Gedanken betäubt. Ich stehe zwischen diesem Mann und der Jarlwürde. Ihr steht Seite an Seite, Vili. Und einer von euch muss es sein. Mein Vater stellte uns Seite an Seite, weil er deiner Weitsicht vertraute. Was siehst du also? Okay. Interessant. Würde er dann mitkommen, oder was? So betrunken du auch sein magst, sehe ich doch einen Mann vor mir, der von Leidenschaft, Stärke und Liebe für sein Volk erfüllt wird. Ich sehe einen Jarl. Mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen. Nimm den Platz deines Vaters ein und mache ihn zu deinem. Nun gut. Gut, dann lass es sie wissen, Stockarsch! Leute von Hemtop, von Ulkatop, von Snootingham. Heute verschreibe ich mich euch, wie es mein Vater tat. Ich werde euer Jarl sein. Heming war ein Held. Nicht deswegen, wer er war, sondern wegen derer, die er anführte. Mit Trückvi an meiner Seite, mit euch allen, werden wir ruhmreich sein. Du hast bereits gelernt, dass die Menschen kurze Reden mehr mögen als lange, Jarl Vili. Es wird dauern, bis ich mich an diesen Titel gewöhnt habe. Mein Vater leistete nie einen Schwur mit deinem Clan. Es war nicht nötig, denn ihr seid Familie. Ich verkünde, dass Hemings Clan und der der Raben ab diesem Tag eidgebundene Freunde sind. Nimmst du an? Ja. Also,
Sei redlich, sei gerecht. Und lass von dir hören, Stockarsch. Das werde ich sicher tun. Danke für alles, was du getan hast, Eivor. Für mich war die Vorstellung eines Lebens als Jarl von Angst getrübt. Angst zu enttäuschen. Angst vor Fesseln. Doch wie du deine Anführerrolle ausfüllst, inspiriert mich, dir nachzueifern. Leb wohl, Eivor. Ja, die reden immer von unserem Clan, wir werden der Anführer, wir haben die Anführerrolle und so weiter. Wie ist es eigentlich, wenn Sigurd einfach sagt, ey, ich verbanne dich. Ich verbanne dich einfach. Was passiert denn eigentlich? Was passiert dann? Wer folgt uns dann wirklich? Speziell uns. Fragen über Fragen. Ich weiß gar nichts. Ja, ey, war auf jeden Fall eine der cooleren Sagen auf jeden Fall. War ganz cool. So. Schön, Sigurd, wieder dort. Das hatten wir schon mal, das Thema, danke. Zeig mir was. Du hast ein Auge für hohe Güte. Ich leiste. Ich leiste. Du hast gar nichts gemacht gerade. Pass auf dich auf. Nichts. So, lass mal kurz checken. Immer noch nur 500, das heißt, wir können gar nichts machen. Immer schön an die Maschine! Hast du einen Ver... Ich habe gerade... Bestien sind wie Roy. Je schneller du zurückkommst... Was bi... Alter. Nein! Jawohl. Das sieht schon krass aus. Mann, ich würde den Schild gerne in groß sehen, weißt du? Aber der sieht schon ganz krass aus irgendwie. Aber mir fehlt genau ein Opal. Tschüss, tschüss. Nee, laber mich nicht voll, Alter. Verzieht euch, ihr Mutantenkinder. Hör auf, ich will nicht mit euch spielen. Ach, guck mal, das ist, ja. Beim Nachzocken von der Scheiße hab ich vergessen, das Fest mal nochmal zu machen. Machen wir das nochmal schnell. Kann man ja überspringen. Wie schön, dich zu sehen, Liebling. Ja, wie schön, dich zu sehen, Liebling. Aber wir wollen nicht rummachen, oder? Hier ist übrigens dein Mann. Wo du ja immer sagst. Dass wir es lieber lassen sollen. Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snortingerhamshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er ist nun ihr Jarl. Und er schwor uns, in Zeiten der Not beizustehen. Ich habe gerade einen kurzen Schrecken bekommen, weil hier noch eine Figur so aufrecht steht, wa? Aber es ist wirklich nur noch diese... Nur noch eine Saga? Ist es wirklich so weit? Ich kann es gar nicht glauben. Es ist so schön. Es ist so schön, ey. Ja, aber wir hören hier auf, weil es so schön ist. Ja, Freunde, beim nächsten Mal geht's weiter. Seid am Start. Würde mich freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat.
lasst gerne ein bisschen Liebe da und schaltet beim nächsten Mal ein. Haut rein. Tschüss.